Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, bevor wir in unserer heutigen Folge zwei Katzen vorstellen, gibt es eine ganz schöne Vermittlungsnachricht. Für den vor einer Woche vorgestellten Mischlingsrüde Felix gibt es gleich mehrere Bewerber. Derzeit lernt Felix gerade eine Familie kennen, die ihm ein neues Zuhause geben möchte. Das geschieht beim Spazierengehen, denn dabei funktioniert das am besten. Nun zu den beiden Katzenfreunden, die zusammen vermittelt werden sollen. Apollo und Morle wurden im August 2017 aus persönlichen Gründen von ihren damaligen Besitzern der Arche Noah abgegeben. Leider hatten die zwei schönen Katzen bisher noch keine Interessenten und das soll sich nun auf diesem Weg ändern. Der schwarz-weiße Apollo ist so schön wie sein Namensvetter, der griechische Gott, und wird im Mai 3 Jahre alt. Er ist fremden Menschen gegenüber offen und lässt sich gleich streicheln und nehmen. Seine Freundin Morle wird 2 Jahre alt und ist in der Arche Noah sehr ängstlich und schüchtern. Morle verkriecht sich und findet Halt an ihrem Apollo. Die beiden haben in ihrem alten Zuhause nur in der Wohnung gelebt. Das muss aber nicht so bleiben, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Apollo und Morle können nach der Eingewöhnung auch an Freigang in einer verkehrsruhigen Zone gewöhnt werden. Besonders Apollo ist neugierig auf seine Umwelt. Das Katzenmädchen Morle gewöhnt sich auch an fremde Menschen. Bei ihr dauert es nur etwas länger, meint Katrin Mattes. Die Samtpfötchen sind ein ideales Paar für Katzenfreunde, die sich die Turbulenzen mit zwei kleinen Kätzchen ersparen wollen. Sie sind schon aus den großen Flausen heraus, Grünpflanzen, Gardinen und ähnliches zu zerpflücken. Beide Katzen wurden bereits kastriert. Für das etwas schüchterne Morle wäre es besser, wenn im neuen Zuhause keine zu kleinen Kinder leben, die noch nicht einschätzen können, wann das Kätzchen Ruhe möchte. Reine Hofkatzen sollen die beiden natürlich nicht werden. Jedes andere neue Revier mit liebem Personal wird freudig und dankend angenommen.